Den setze ich mir mal ganz hinten in die Ecke. Setz mir daneben eine Doppelchest. 1, 2, 3, 4. Zwei Chests. Hüpf. Eine Doppelchest. Gut, jetzt muss ich aber mal gucken, warum bin ich eigentlich im Cheat Mode? Wie sieht denn das hier mit den Rezepten aus? Genau, jetzt habe ich hier auch die Rezepte, einmal hier mit den Circuits, was wir vorher hatten, und einmal hier das mit dem Wiring. Aber was ist denn das für ein Rezept? Kupfer, Silber, Kupfer. Das ist aber. Sekunde, jetzt muss ich mal gucken. Aus wie viel würde ich denn da. Ach halt, das kann ich ja auch so gucken. 12 würde ich da rauskriegen. Das heißt, aus 3 Barren würde ich. Sechs rauskriegen. Hier kriege ich aus 9 Barren 8 raus. Na gut, man muss bedenken, Gold ist wertvoller oder seltener, aber trotzdem. Ich glaube, da nehme ich dann doch lieber das Gold. So, Stone raus, Cobblestone rein. Ups, das Holz will ich jetzt nicht. Stone raus, Cobblestone rein. Habe ich schon alle Fässer voll? Dann nehme ich mir hier nochmal zwei Slabs und mache nochmal zwei Fässer. Ich meine, für gewisse Sachen bieten sich die Fässer meiner Meinung nach einfach an. Machen wir da nochmal zwei Fässer rein und eins davon soll Stone sein. Gut, du kommst dann wieder da rein. Hier, der sollte das Gold machen. Ach halt, hier war das Pulverized Obsidian. Das kommt da hinten in den Induction Smelter. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich diese blaue Flamme richtig cool finde. Ach so, ich brauche für ein Rezept zwei Obsidian und kriege da zwei harten Glas raus. Hä? Ja. Das heißt, ohne weiteres Obsidian komme ich hier jetzt nicht an zusätzliches Zeug ran. Da muss ich jetzt mal gucken. Da kriege ich jetzt nochmal 8 raus. Das wird wahrscheinlich nicht mal annähernd reichen. Ich befürchte fast, ich muss noch mal irgendwie an. Naja, es wird definitiv nicht reichen. Ich befürchte fast, ich muss noch mal irgendwie an Obsidian rankommen. Na, das war's. Schade. Dann tue ich hier mal das Eisen weg, tue das Gold weg. Ich
Machen wir hier noch mal mehr. Hier habe ich meinen Blockbreaker. Spitzhacke habe ich. Und einen Lever habe ich. Gut, jetzt ist nur die Frage. Irgendwo da drüben war doch meine Ecke, wo ich mir das Zeug geholt habe. Ich muss es noch mal gucken, ob ich da irgendwie an die Stelle komme, wo ich da an der Lava rumgespielt habe. Hier rein. Dann ging es irgendwo ziemlich weit runter. War das hier? Ich weiß noch, dass ich einem Wasserstrom gefolgt bin, da wo ich dreimal mit einem Creeper in die Luft geflogen bin, genau hier. Und der Strom, der bringt mich fast direkt dahin, wo ich hin will. So, war das jetzt hier schon, wo ich raus musste? Oder musste ich da weiter runter? Ich glaube, da lang. Und jetzt weiß ich nicht, war das hier runter? Ja. Schon bin ich da. Genau. Gegner sehe ich gerade keine. Aber hier kann ich meinen Blockbreaker aufstellen. Da kann ich meinen Lever hinstellen. Und ich bin verdammt intelligent. Jetzt habe ich natürlich wieder kein Wasser dabei. Wo kommt denn das Wasser her? Hallo Skelett. Ah, ja, klar. Hallo Skelett. Stirb. Stirb. Danke. So, trotzdem wüsste ich gerne, wo das Wasser hierher kommt. Kommt das hier direkt aus der Wand? Ja, nehmen wir mit. Guck mal, Leute, ich habe Wasser gefunden. So, hier rüber und Wasser dahin. Gut, dann mache ich mir mal meine Inventarleiste frei, lege die Eimer da rein. Eins, zwei, drei. Na? Ja, es ist schon ziemlich viel, ist nur noch fließende Lava. Das heißt, ich muss mir vielleicht mal den nächsten anderen Spot suchen. Aber hier ist noch, da ist noch, da und da. Wenn ich da rankomme, da. Bap, 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 hallo du. So, 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 so. Dann hätte ich aber auch gerne noch mehr. Du gehst mal weg. Da, da, da. Ist da irgendwo noch was? Naja, die weiß irgendwas ist. So. Da, da, da und da. Dann haben wir da drüben noch irgendwo das. Na, da, da und da. Nee, so. Und dann haben wir doch schon wieder ein bisschen Obsidian. Ist es auch nicht die Welt, das sind jetzt 16. Damit hätten wir dann 20. Da war noch was. Dann da, da, da.
da. So, das wären 24. Und ich glaube, das reicht dann erstmal. Jetzt lasse ich auch mal den Blockbreaker hier unten. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal hinkomme oder auch nicht, aber selbst wenn nicht und ich mir einen neuen Blockbreaker machen müsste, die sind ja nicht so teuer. Gut. Wie geht's jetzt hier raus? Halt, 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 raus. Raus war hier drüben irgendwo das Wasser. Dann schwimme ich einfach mal oder versuche einfach mal das Wasser wieder hoch zu schwimmen. Da war ein Zombie. Oh, da hoch. Dann da lang. Und hier hoch. Dann dürfte da auch bald die Oberfläche sein. Sehe ich das schon Tageslicht? Ah, hier noch nicht. Da drüben aber. Naja, zwar kein Tageslicht, aber hier geht's eigentlich raus. Da. Hier nicht. Hier drüben. Habe ich hier keinen vernünftigen Aufstieg? Habe ich irgendwas dabei gerade? Cobblestones. Dann mache ich mir hier drüben mal einen vernünftigen Aufstieg. Das ist ja die Ecke, wo ich sonst auch immer rausgegangen bin, wo ich mich dann hochgebaut habe. So, dann da drüben. Und wir sind draußen, mitten in der Nacht. So, hüpf. Hallo Skelette, ihr seid doof. Hier ist er jetzt zu. Da ist ein Zombie und eine Spinne. Solange kein Creeper in der Nähe ist, ist mir das relativ egal. Gut, ins Bett. Ah, kann ich nicht. Machen wir mal 7. Was wollte ich dann? Ich hätte mir. War doof. Ich hätte mir einen Lava-Eimer mitnehmen sollen. Was wollte ich denn hier jetzt? Keine Ahnung. Was wollte ich denn jetzt überhaupt? Ich wollte mal gucken, wie das mit dem Gold ist. Entschuldigung, da muss ich niesen. Aber ich bin echt etwas irritiert. Ich hatte eigentlich auch ein Rezept im Kopf. Das muss ich jetzt mal kurz gucken. Mit einem Redstone und 2 Gold Nuggets. Nee, klappt nicht. In meiner privaten Welt hat das so funktioniert. Vielleicht kann mir da jemand was in die Kommentare schreiben, wenn er was wisst. Sei ruhig da draußen. Sei ruhig und hau ab. Hier ist auch mein Schwert kaputt gegangen. So, ich habe Hunger. Da habe ich doch Fleisch. Gut, hier jetzt ein bisschen Redstone. Denn ich weiß, dass ich eine ganze Menge von dem Zeug brauchen werde. Das ist keine ganze Menge. Gab es da nicht auch mal mehr? Wurden da jetzt die ganzen Rezepte geändert?
Ich mache mir da jetzt mal einen solchen Powerhelm. Ein Helm. Und der Tinkertable, der wird benötigt, damit die Sachen überhaupt was bringen. Denn der Helm, der ist den könnte ich jetzt aufsetzen, ist aber absolut wertlos. Ja. Und zwar könnte ich hier Armor reintun, Iron Plating, Diamond Plating oder ein Energy Shield. Und dann gibt es hier noch diverse andere Sachen. Hier kann man eine Batterie reintun oder einen Solarhelm. Was ich jetzt erstmal gucken wollte, war hier der Autofeeder. Das sind zwei Servomotoren und ein Control Circuit. Servomotoren, zwei Stück. Das sind zwei von diesen Coils. Dafür brauche ich. Ich brauche zwei Servomotoren. Und jede braucht zwei Coils. Das heißt, ich brauche vier Coils. Das heißt, ich brauche 24 von diesen Wire. Und eine Menge Eisen. Ah, machen wir das mal so. Zack, 4. Gut, was war das dann? Na, mache ich doch mal das Industrial Craft. Da brauche ich einen Schaltkreis. Habe ich noch? Ja, habe ich noch. Gib mir mal ein Refined Iron. Danke. So, dann zwei Redstone. Aber viel zusammengekommen ist bei dem Mining echt nicht. Da muss ich doch demnächst nochmal unter die Erde. Vielleicht off-cam, vielleicht nicht off-cam, weiß ich nicht. Ach, halt, ein Maschinenblock. Das heißt nochmal 9 Eisen. 8 Eisen. Den weg. Ja, die Sache ist die, mit dieser Power-Rüstung, wenn ich da hier diesen Energy-Schild habe, dafür brauche ich zwei Force-Field-Emitter. Wenn ich da jetzt mal gucke, Force-Field-Emitter, zwei Stück. Das heißt, ich bräuchte 8 Enderperlen, zwei erweiterte Schaltkreise und 8 von diesen Solenoids, die ich hier gerade schon hergestellt habe, die Dinger. Um ein Energy Shield auf einen dieser Dinger zu machen. Da kommen wir dann auch noch zu, aber wie gesagt, dazu bräuchte ich um einiges mehr Ressourcen. Das heißt, ich müsste nochmal um einiges mehr minen gehen. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Halt. Sag nicht, ich brauche noch einen. Doch, ich brauche noch einen Maschinenblock und noch einen Schaltkreis. Mein Gott, also doch noch mal 9. Ich trinke jetzt noch mal einen schönen Schluck Cola. Währenddessen dürfte auch schon lange das Obsidian fertig sein. Das kann dann auch gleich da drüben rein. Wofür ich dann aber auch gleich noch ein bisschen. Ja, zwei Blei. Ein Blei brauche ich noch. Habe ich das hier irgendwo? Nein, nur als Erz.
Aber das kann ich mir sowieso mal pulverisieren. So. Ach, hier habe ich noch so viel. Eins hatte ich gesagt. Dann habe ich hier jetzt 8 Hardenglas. Acht Elektrum, das ist, naja. Dann verwende ich da halt 4 Hardenglas. Hab nochmal 16. Ich hoffe mal, das reicht. Aber ich habe kein Liquid Redstone mehr. Ja. Ich muss mal eingehen. Dann lassen wir das mit dem Redstone erstmal sein. Lasse ich das mit dem Helm. Ne, mit dem Helm mache ich. Und dann gucken wir auch mal nach dem Power-Tool. Oder ich mache mir erstmal gleich den Enchantment Table. So, davon haben wir noch einen. Dann brauche ich Kabel. Wo habe ich denn jetzt meinen Gummi? Da. 6. 3. So, Redstone. Ja, dann mache ich gleich noch mal einen größeren Mining-Durchgang off-cam. Das mache ich dann aber auch in meiner Mistcraft-Welt. So, ich hoffe mal, jetzt habe ich alles. Die Frage ist nur, wie wird das zusammengebaut?